Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die CCN 4 Box von Bushido und Animus. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. CCN 4 von Bushido und Animus, das Ganze am 20. Dezember erschienen. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Deutschrap. Das Ganze ist noch in Folie eingeschweißt. Wir werden das Ganze mal aus der Folie holen und uns dann im Detail ansehen. So, einmal hier entlang schneiden. Und dann haben wir das Ganze aus der Folie geholt. Also, wir haben hier eine schwarze Box, die in einer ganz speziellen Optik kommt. Das Ganze ist von der Oberfläche her in so einer Chromstruktur. Wir haben dann hier in der Mitte die drei Buchstaben CCN und dann haben wir römisch 4, also IV. Das Ganze ist dann hier so halbiert, also wir haben unten so einen Teil, oben einen Teil und in der Mitte dann einen Streifen. Wir haben dann hier noch einen Zettel, der auf der Unterseite angebracht war. Hier lesen wir dann wieder Bushido Animus CCN 4, Verbraucherhinweis auf Englisch, die Beteiligten und einen Barcode. So, den Zettel machen wir mal zur Seite. Wie gesagt, die Box hier so halbiert. Der Streifen in der Mitte ist glatt, ebenfalls in schwarz. Und auf der Unterseite sieht das Ganze dann so aus. Also auch hier wieder glatt. Also diese Chromoptik, aber ohne irgendwelche Aufdrucke oder Schrift. So, der Boxdeckel ist abnehmbar, bedeutet, wir machen dann hier einfach mal auf. Genau, auch von innen schwarz. Und dann kommen wir auch schon zum Inhalt. Wir haben hier einmal einen Hoodie, der echt eine Menge wiegt. Dann haben wir das Album an sich, CCN 4. Einen Sticker. Den Comic. Und dann haben wir hier noch ein Poster. So, dann packen wir die Box mal wieder zur Seite. Mich würde jetzt noch mal kurz interessieren, ob... Nein, okay. Also der Unterteil ist dann doch irgendwie etwas festgemacht. Geht nicht so einfach runter. Ansonsten hier das Ganze aus schwarzem Karton, was das Innenleben betrifft. So, machen wir die mal zur Seite. Und dann kommen wir zum Inhalt. Poster, Sticker, Comic und Hoodie, alles mal zur Seite. Und wir starten immer mit dem Album an sich. Ja, lange Zeit war unklar, ob Bushido das Ganze allein bestreitet und wie das dann genau aussehen wird mit CCN 4. Aber dann spätestens nach der ersten Single-Auskopplung, es gab ja schon Gerüchte, von wegen gemeinsame Zeit in Thailand, Bushido, Animus und so weiter. Aber spätestens dann, als Ronin veröffentlicht wurde, war man dann darüber informiert, dass Animus und Bushido hier ein Kollabo-Album gemacht haben. Das Cover ist relativ schlicht gehalten. Wir haben hier wieder CCN 4 stehen, darüber die beiden Interpreten. Das Ganze in weiß, Verbraucherhinweis auf Englisch, kommt hier in einem regulären Jewel Case. Hier lesen wir wieder Bushido Animus CCN 4. Und auf der Rückseite haben wir dann die Tracklist. 14 Stück sind es geworden. Wir haben hier keine Fremdfeatures, also die ganzen Tracks wirklich nur von Bushido und Animus. Zwei der Tracks sind Interludes. Und dann haben wir noch eine Bonus-CD, CD2 Animus Katharsis. Also die Bonus-EP von Animus ist hier dann auch noch dabei. Barcode finden wir keinen vor, spannenderweise. So, dann schauen wir mal rein. Warum finden wir keinen Barcode vor? Dieses Album in dieser Variante ist wirklich nur in der Box zu finden. Es gibt natürlich CCN 4 regulär zu kaufen, aber da ist dann CD2 nicht dabei, sprich die Katharsis EP fehlt. Dort habt ihr dann natürlich auch noch einen Barcode dann auf der Hülle. So, wir kommen zum Cover, zum Booklet. Wen haben wir hier? Einmal Bushido, einmal Animus. Sieht so aus wie, ich glaube, Ronin, wo sie da an dem Sarg gestanden sind. Dann haben wir hier die ersten Tracks aufgelistet. So zieht sich das weiter. Also das Booklet in schwarz und weiß gehalten.
Jetzt okay, jetzt haben wir doch auch mal Farbe. Weitere Fotos, weitere Tracks. So, zum Abschluss haben wir hier noch die Infos, wer die einzelnen Tracks produziert hat. Und dasselbe dann auch nochmal hier vermerkt. Mixing, Mastering und so weiter. Okay, also die Beteiligten. Und zum Abschluss hier noch das klassische CCN Artwork. Gab es ja auch damals bei CCN 3, genau dieses hier mit diesen drei Lines. Und in diesem Fall hat man jetzt vier. So, dann kommen wir zur CD. Die sieht so aus, auch hier wieder in Schwarz und Weiß. Und auf der Rückseite dann, wie gesagt, die Bonus-CD, die CD Nummer 2. Und diese ist dann eben von Animus, die Katharsis. Wir haben auf dieser CD dann nochmal 10 Tracks. Soweit ich informiert bin, gibt es diese EP auch wirklich nur hier. Also ich glaube, die ist auch nicht mal auf Spotify oder irgendwie zum Streamen. Es war ja auch damals so bei Mythos von Bushido, dass es die beiden EPs von Capital und Samra auch nicht zu streamen gab und die waren wirklich Box-exklusiv. Wird vielleicht mit Animus ähnlich sein oder es wird dann mit der Zeit freigeschalten. Warten wir mal ab. Wir haben mit dabei einen Sticker, der sieht so aus, Querformat, ganz klassisch hier, der Albumtitel in Schwarz und Weiß drauf gedruckt. Einen Comic, nachdem AdobeKit ja auch hier wieder das Artwork beigesteuert hat, das kennt man ja aus der Vergangenheit, unter anderem bei der Sony Blackbox oder auch bei der CCN 3 Box. Und hier haben wir dann auch wieder einen Comic mit dabei. Hier lesen wir AdobeKit Comics CCN 4 Premium Edition Ronin, nennt sich das Ganze. Hier haben wir auch wieder einen Barcode. Auf der Rückseite CCN 4 AdobeKit Comics zu lesen. Dann würde ich sagen, schauen wir mal rein. So, das sieht so aus wie zwei ziemlich heftige Typen, die hier mit einer Gatling Gun durch die Gegend ballern. Und hier hinten noch ein Sturmgewehr. Also das ist auf jeden Fall Kugelhagel angesagt. Okay, dann haben wir noch die Credits zu dem Comic. Und dann geht es hier auch schon los. Also ich blätter das jetzt einmal im Schnelldurchlauf durch. Hier könnt ihr sehen, da ist echt einiges an Blut vergießen. Oh, hier haben wir die beiden sogar. Auch hier an einer fetten Waffe sitzend. Ja, dann kommt sogar auch noch ein Panzer mit ins Spiel. Also, hier ist auf jeden Fall mächtig Action. So sieht das dann aus. Hier wieder CCN 4. Comic-Heft mit dabei. Ein Poster haben wir mit dabei. Das ist, wie wir hier direkt sehen können, einseitig bedruckt, also Rückseite weiß. Und auf diesem Poster, wie sollte es anders sein, haben wir die beiden Akteure. Links Bushido, rechts Animus, der hier etwas unscharf zu erkennen ist. Oben links dann wieder der Albumtitel und das Poster kommt in Schwarz-Weiß und im Hochformat. Und jetzt kommen wir zum vermeintlichen Highlight neben dem Album und neben der EP. Das ist dieses Stück hier. Es ist ein Hoodie. Kommt natürlich in einer Folie. So, was mich jetzt auf den ersten Blick schon etwas verwundert ist, dass hier das CCN 4 aufgedruckt wurde. Also wir haben hier einen weißen Aufdruck. Ich bin davon ausgegangen, beziehungsweise saß für mich von den damaligen Produktabbildungen aus, wo war das? Auf Amazon, glaube ich, sah es so aus, als wäre das irgendwie gestickt. Als hätte man hier das CCN 4 aufgestickt. Schade, ist jetzt nicht der Fall. Wir haben hier einen Aufdruck, okay. Eventuell bin ich auch der Einzige, der das angenommen hat, dass es aufgestickt wird. Oder das so interpretiert hat von den Fotos. Also, wir haben hier einen schwarzen Hoodie, der auf jeden Fall mal riesengroß wirkt. Es ist Größe L, wie meistens bei diesen Hoodies, aber der ist echt gewaltig. Also, trotz L, muss ich ehrlich sagen, ist der echt oversized geschnitten. Das Ganze ist vom Design her recht schlicht. Schwarzer Hoodie, weißer Aufdruck auf der Brust. Hier unten haben wir dann natürlich die Bauchtasche mit links und rechts jeweils dem Eingriff. Und wir haben hier die Kapuze. Auf der Rückseite ist das Ganze auch komplett
in Schwarz. Hier gibt es weiter nichts zu sehen. Und wir haben es bei diesem Hoodie zu tun. Ja, wie gesagt, CCN4 steht hier drin, Größe L. Ansonsten lässt sich hier nichts weiter entnehmen. Und dann schauen wir doch mal, ob wir hier unten vielleicht noch was finden. Jawohl, danach habe ich gesucht. So, hier lesen wir auch wieder. CCN4, 70% Baumwolle, 30% Polyester, made in Bangladesch. Grüße gehen raus. Und ansonsten gibt es über den nicht viel zu sagen. Ich meine, okay, wir haben hier unten am Bauch dann, an der Hüfte dann hier natürlich einen Bund vernäht. Das Ganze ist dann hier so gerippt. Hier und hier an den Ärmeln auch noch jeweils. So sieht das aus. Und hier bei dem Eingriff links und rechts der Bauchtasche ist das Ganze hier dann auch nochmal so mit einem Bund verstärkt, vernäht. Ja, ansonsten ein Hoodie, wie man ihn kennt. Wir werden ihn mal wieder zusammenpacken. So. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in dieser Box befindet. Einmal der eben gezeigte Hoodie in der Größe L. Dann haben wir das Poster hier einseitig bedruckt im Hochformat. Das Comic-Heft hier von Adobe Kit. Den Sticker im Querformat. Sowie natürlich das Album CCN4 inklusive der Bonus-EP von Animus. Was ich etwas schade finde, dass man hier zu dem Katharsis keine Tracklist hat. Also ich hab zumindest keine gesehen. Und ja, das Ganze ist dann eben auf zwei CDs verteilt. Meines Wissens 10 Tracks auf der Bonus-EP bedeutet 14 plus 10, 24 Tracks. Jawohl, das alles in dieser wunderbaren Box CCN4 von Bushido und Animus. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Bushido und Animus unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.